Im Wasser fühlen wir uns pudelwohl. Ja, du vielleicht. Bis dein Freund wieder kommt und du wieder anfängst zu weinen. Ja. Hier bin ich, Kuckuck. Ui. Hast du es gehört? Das war in der Nähe, würde ich sagen. Warte, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Oh, er kommt ja hoch. Achtung, er schmeißt Dynamit rein. Lauf. Oh, ich hab 500 Abzug, welchen Freundbeschuss. Alter. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es eine kleine Premiere für mich. Es ist die 20. Folge unseres Let's Plays zu Hunt Showdown. Nachdem ich noch vor ein paar Wochen dachte, oh mein Gott, was stelle ich hier nur rein, sind es mittlerweile allein für Hunt schon fette 20 Folgen. Im Vergleich mit anderen YouTubern zwar lachhaft wenig, aber für mich erstmal eine schöne runde Zahl. So, und nachdem Manu und ich mehrere Runs vom Pech verfolgt wurden, gelang uns in der letzten Folge endlich mal wieder der Sieg. Das wollten wir in dieser Folge natürlich wiederholen. Was dabei rauskam, seht selbst. Jetzt geht's los. Ich bin gespannt. So wie vorhin. Okay. Ah ja. Cool. Also cool siehst du aus. Oh, da bin ich. Wo bist du? Hier vorne, ich bin schon losgerannt. Ja, ja. Springe 3 Meter hoch. Oh, Fliegenschlamm. 3. Ach nee, 2. Nee, doch 3. Die haben sich wieder. Achtung! Pass auf! Oh, ich muss so cool laufen! Oh! Oh! Was zur Hölle? Herr Sportsfreund! Ey, spinnst denn du lauwarm, Alter? Alter! Der hat mich angefackelt! Ja, mich auch. Ich bin angefackelt, ich bin vergiftet und ich hab gerade mein Spiel noch verloren, die Scheiße. Du hast das komplette Programm gekriegt. Okay, ich hab's geholt. Ich guck mal, ob's ja Medikit gibt. Oh, Red Bull. Nix? Nee. Müssen wir in den anderen Schuppen. Links oder geradeaus dann? Ja, geh mal links rüber, ist näher noch. Ja. Dann rennst du wieder übers Wasser. Im Wasser fühlen wir uns pudelwohl. Ja, du vielleicht. Bis dein Freund wieder kommt und du wieder anfängst zu weinen. Ja. Geh weg, geh weg. Der Raketenmann. Werd ich nicht. Was ist? Na, da oben. War er nicht hier schon mal drin? Ja. Das war doch das mit dem kaputten Dach, ne? Hm, wo ich ja am Rohr hochgeklettert bin. Ich
irgendwo Medikit noch? Da ist eine Tür. Ah, Munikiste. Ah, Medikit. Müssen irgendwie hoch. Weil da drin ist es. Gibt's keine Treppen. Was war das? Da geht's rauf. Ah, hier. Du hast noch eine Munikiste, was du brauchst. Oh! Alter, rennt mir ins Messer. Du warst dich schon wieder. Du kamst auf einmal von rechts ins Messer gerannt. Er fiel mir förmlich ins Messer. Da drüben ist gleich das nächste. Also hier in die Richtung. Oh, der 2. Oh, Geld. Hier, komm, Kasse. 100 Dollar. Oh, 50. Nice. Was, wieso 50? Wahrscheinlich kriegt der erste Mann von mir. Nö, sonst habe ich immer 50 gekriegt. Okay. Wir müssen hier raus. Ach, da waren wir noch vorher. Da haben wir die anderen beiden nicht. Mhm. Habt sie fast gleich mal lang gegangen. Warte, da hinten bellen Hunde. Ja, ich wollte es gerade sagen. Oh, da unten ist eine Fliegenschlampe. Bist du? Ja, ich laufe am Zaun lang. Hier bin ich, Kuckuck. Also, ich gehe mal da rüber, oder? Ja, aber vorsichtig. Vorsicht, da oben sind Raben. Was war das? Da ist eine Fliegenschlampe links. Hier sind die Köder am Bellen. War das? Ach, Zombie. Ja, direkt vor uns ist es. Muss mal aufpassen, haben die Köder gebellt. Ja. Nicht, dass die da auf der Lauer liegen. Da gibt du mir vorhin erst Bedeckung, wo sie drin bin. Oh, stopp, zurück, da sind Raben. Wir können auch nicht so lange hier auf der Straße bleiben. Ja, da vorne ist einer auf dem Ding. Ja, drum eben. Dann lass uns rechts versuchen, an dem vorbeizustreichen. Okay. Wer war das? Zombies. Ui. Was
Hast du es gehört? Das war in der Nähe, würde ich sagen. Steht vor uns da. Das ist da eine Munitionskiste? Ne, es war Zaun. Da oben ist es. Oh, ich habe Schüsse. Ich muss irgendwo verstecken. Aber wo? Sag mal hier auf dem Präsentierteller. Mhm. Lass uns da drüben in die Scheune schleichen, ne? Wo ich hier die links? Mal Osten. Da ballert sich da drin die Seele aus dem Leib. Ich bin in der Scheune. Ja, ich bin auf der linken Scheune, da ist jemand drin. Wann ist gerade gestorben? Okay, ich hol das Ding. Nee, lass es, bis er rüberkommt. Okay. Geht jetzt in deine Richtung und dann wahrscheinlich raus. Oh, ich habe was gehört. Flaschen klappern oder so, ja, diese Blechdosen an den Fäden. Oh, Nervenkitzel, Alter. Was, was ich dir sag? Was denn? Da drin ist der Schlechter. Ah, es stampft jedenfalls ordentlich. Und der hat da drin einen Kill. Meinst du? Wollen wir uns reinschleichen? Bin schon am Eingang. Okay, ich komme. Siehst mich? Oh, ja. Vorsicht, Dosen. Ja, schlechter. Warte, lass mich vorbei. Oh, er kommt ja hoch. Komm, renn. Er kommt nicht hoch. Ach so. Aber er war doch so ein Typ, Alter. Ich hab gerade mal geschossen, warst du das? Nee. Komm, welche. Ich warte hier oben. Da kommt einer. Erschießen! Ah, fuck! Lebst du noch? Ja. Dann hol mich. Warte. Du hast mich killed. Ja, mein Dynamit. Ich dachte, du bist unten beim Schlechter. Ja, wenn der Schlechter kommt. Achtung, er schmeißt Dynamit rein. Lauf. Ja, haut mich schon wieder. Lebst du noch? Ja. Du bist draußen, oder ne? Ich lieg draußen. Mhm.
schießen wir auf das Fass, das explodiert. Vielleicht erwischen. Das rote rechts. Nee, ich will mich noch nicht verraten. Aber ich stirb da draußen langsam. Du stirbst doch nicht eigentlich. Doch, weil die Zeit runterläuft, dann kannst du nicht mehr wiederbeleben. Das haben wir noch schon mal gehabt. Das war, weil du gebrannt hast, aber eigentlich dachte ich, du stirbst nicht. Obwohl doch, da läuft der Balken runter. Ja, eben. Schauen wir mal auf das rote Fass, weil der ist garantiert hinter dem Wagen rechts. Meinst du? Ja, weil du wolltest mal nach. Von wo hat er geschossen, Alter? Von links oder von rechts? Nee, glaube ich. Also ich bin durchs Dynamit, durch die Dynamitstange geschmissen worden. Ich glaube, da ist drin. Ja. Lass mich nicht retzen. Oh. Ah, wo waren die? Hm. Und es sei, dass der von unten gekommen ist. Nee, auf dieser. Auf dieser Verbindungsbrücke rumgelaufen. Aber wie ist denn da rum? Scheißdreck. Hm, naja. Aber war doch okay. $75 bis jetzt. $1090 XP. In der Scheiß schlechter nicht gekommen, weil der hat sich reingeschlichen, hätte ihn so schon gut weggeballert können. Oh, ich hab 500 Abzug, welchen Freundbeschuss. Alter! weil du die neue Stufe freigeschaltet. Alter, was ist das? Du kannst jetzt wahrscheinlich 3, oder? Ne, die konnte ich vorher schon. Mhm. Rupert hat ins Gras gebissen. Der Bruder von Brad Pitt. Naja, der heißt Robert Pitt. Ja.